geschrieben, was wir eben ja schon drüben besprochen haben, wollte ich heute das Thema den Geist klären oder den Geist befreien, den Geist beruhigen, weil das ist immer das Erste, was man machen sollte in der deutschen Praxis, wenn wir üben wollen. Sollten wir immer versuchen, den Geist zu beruhigen. Und wenn man den Geist reinigen will, da gibt es natürlich viele Methoden, aber eine sehr sichere Methode ist, die 5 Arten des Bewusstseins erstmal zu kennen und dann zu eliminieren. Und die habe ich hier jetzt gerade aufgeschrieben. Was wir vorhin, hatte ich ja schon 2 Sachen angesprochen, und zwar mit Vergangenheit und das eigene Wissen, das besprechen wir aber gleich. Das erste, könnt ihr das lesen? Das erste heißt nicht bedingtes Bewusstsein. Was bedeutet das, nicht bedingtes Bewusstsein? Nicht bedingtes Bewusstsein ist, wenn man zum Beispiel meditiert und man hat einen klaren Geist und man konzentriert sich auf die Atmung oder man übt seine Surchin Yen oder seine klärende Geistmeditation, analytische Meditation. Und auf einmal ist der Geist nicht mehr fokussiert und springt darum und es ist wie ein Feuer, was sich ausbreitet und man kann sich nicht mehr konzentrieren. Genau solche Momente sind extrem schädlich für den Weg, für die Praxis, weil sich unser Qi zerstreut, unsere Essenz zerstreut und es ist eigentlich alles verloren. Also müssen wir uns vor solchen Momenten hüten. Wie hüten wir uns vor solchen Momenten? Indem wir uns in der Praxis, bevor wir in die Stille eintauchen, müssen wir den Geist kultivieren, müssen wir wissen, was ist recht, was ist falsch. Während unserer Praxis, wir üben ja nachher auch gemeinsam, dann werde ich euch mal eine Anleitung geben. Ihr könnt während dieser Praxis euch vorstellen, Gedanken kommen sowieso jederzeit. Ja? Wenn ich in der Stille sitze oder versuche, in die Stille einzutreten, werden tausende Gedanken kommen. Und die werden auch danach noch kommen. In die Stille eintreten heißt nicht, dass aufhören zu denken, sondern wir sind uns des Denkens bewusst. Wir sind uns bewusst, was da gerade passiert. Wir schauen nach innen, deswegen heißt es auch Innenschau. Nach innen kehren, deswegen heißt es innere Praxis, weil wir nach innen gekehrt sind, weil wir uns unser Inneres beobachten. Und das Beobachten ist ganz wichtig. Wir beobachten unsere Gedanken und schauen, ist es jetzt nötig, diesen Gedanken zu denken oder ist es unnötig, diesen Gedanken zu denken? Ist es nötig, jetzt während meiner Meditation zu denken, was ich nachher noch einkaufen muss, oder ist es nötig, oder ist es unnötig, zu denken, was ich noch einkaufen muss? Oder ist es nötig, jetzt daran zu denken, ob ich meine Atmung beruhigt habe, oder ist es unnötig? Das muss jeder dann für sich rausfiltern. Sind die Dinge wirklich wichtig oder nicht? So können wir lernen, den Geist von diesem nicht bedingten Bewusstsein zu befreien. Auf gut Deutsch heißt es, das, was sich lohnt zu denken, denken, wenn es durchdacht ist, ablegen, fertig. Das ist jetzt fertig, daran denke ich jetzt nicht mehr. Oder, wenn ich sehe, das ist etwas, was sich jetzt überhaupt nicht lohnt zu denken, dann gar nicht weiterdenken, sofort weg. Ja? Also, es gibt die 2 Möglichkeiten. Das Falsche oder das, was sich lohnt. Ja, oder das, was sich nicht lohnt oder das, was sich lohnt. Das eine erkenne ich sofort, brauche ich nicht mal meinen Gedanken weiter zu verschwenden. Das andere denke ich fertig, durchdenke es, finde eine Lösung dafür und dann lege ich es beiseite und kläre meinen Geist damit. Wenn man sich diese Praxis, das nennt sich auch analytische Meditation auf Neudeutsch, wenn man seine Gedanken analysiert, dazu muss man die Gedanken beobachten. Wenn man die Gedanken analysiert, erkennt man oft die Lösung viel einfacher, als wenn man stundenlang grübelt und im Grunde genommen nur verwirrter wird. Ja, durch klaren Geist findet man leichter eine Lösung. Ihr kennt das ja, wer das schon mal gemacht hat, eine Aufgabe an die Tafel geschrieben. Und weil wir das geschrieben haben, fällt uns die Lösung ein. Ja, weil es auch dann das Geschriebene manchmal, ich habe auch schon vieles geschrieben, einfach nur um meinen Geist davon zu befreien. Ja, alles aufgeschrieben, dann weiß ich, wo ich es hingeschrieben habe. Ja, und dann kann ich meinen Geist für andere Dinge benutzen. Ja, und dieses Bewusstsein, dieses nicht bedingte Bewusstsein,
Das ist etwas, was jeder heute anfangen kann zu üben. Und wir machen eine Praxis nachher, auch wenn die Zuschauer zu Hause das sehen, wenn die das überhaupt sehen, dann können wir zusammen diese Übung auch lernen heute und dann kann man das auch zu Hause üben. Und zwar das zweite steht hier, das sind nur Gänsefüße, denken an Klang und Form. Klang und Form ist klar, das ist etwas Irdisches, etwas, was da ist, Klang und Form. Das heißt, vorhin hatte ich es auch angesprochen, Maria, kannst du dich noch erinnern, diese Phänomene, die uns immer auftreten. Ja, ich meditiere und meditiere stundenlang und auf einmal, ich fühle mich auf einmal so groß oder klein oder was auch immer. Das sind einfach diese Art von Phänomene, die Trugbilder sind. Ich hatte es ja eben auch als Trugbild bezeichnet. Trugbilder sind Hirngespinst. Unser eigenes Gehirn, das uns Tricks spielt. Wenn wir uns von unserem eigenen Gehirn austricksen lassen, dann ist das deshalb, weil wir nicht fokussiert genug sind. Und wenn wir verstehen, dass diese Dinge einfach nicht da sind, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wir meditieren und du hast die ganze Zeit diesen Popsong im Ohr, ja, dann ist das deshalb, weil du deinen Geist nicht beruhigt hast. Wo wir jetzt wieder bei dem ersten sind. Wenn wir etwas im Geist haben, was wir von uns entledigen wollen, dann ist es die Methode zu unterscheiden zwischen wahr und falsch oder zwischen richtig und falsch. Ne? Klang und Form ist auch genau das, was viele sagen als Dogma. Ja, ich gebe dir einen Weg auf und du musst ihn genauso gehen. Nur als ein kleines Beispiel, wie viele Leute gehen in die Kirche jeden Sonntag und beten, dass Jesus Christus sie befreit. Ne? Das ist ein guter Spruch, ne? Den sage ich dir auch. Jesus Christus ist auch unsterblich. Jesus Christus hat auch viele Schüler den Weg aufgezeigt. Aber diese Schüler haben alle ihren eigenen Weg. Deshalb heißen sie ja auch 12 Apostel. Weil jeder dieser einen eigenen Apostel hat seine eigenen Schriften verfasst, seine eigene Schule gegründet. So ist das im Daoismus genauso. Ein Meister kann dir nur die Tür öffnen, ja, kann dir den Weg weisen, aber er kann nicht für dich diesen Weg gehen. Deshalb muss man das auch selber tun. Und ein Lehrer kann einem sagen, diese Dinge sind nicht richtig. Und deswegen sage ich das auch. Ein Lehrer, der sagt einem, wie der Weg zu gehen ist. Ja? Man muss den Weg wissen, man muss den Weg kennen, bevor man ihn geht. Ja, stell dir vor, du würdest ohne Navigationssystem hierher fahren. Ne, Daniel, als das erste Mal, ihr seid auch mit Navigation gefahren, aber wärt ihr nicht mit Navigation gefahren, hättet ihr hier wahrscheinlich nicht hingefahren. Also musst du erstmal den Weg kennen, bevor ihr hierher kommt, bevor wir ans Ziel kommen. Und so ist das auch. Wenn ein Lehrer den Weg selber nicht mal kennt, ja, führt er seine Schafe, seine Schüler in die Irre. Also ein Prediger, ob jetzt in der christlichen Kirche oder in sonst irgendeiner Kirche, gibt es ja überall, Islam, Daoismus, Buddhismus, überall gibt es solche. Ja? Die wollen, dass die Leute ihnen folgen, ja? Damit ein Ego aufgebaut wird, damit sie ihr eigenes Trugbild weiter füttern. Aber in Wahrheit ist, die Leute müssen den Weg alleine gehen. Wenn du den alleine nicht gehen kannst, oder willst, ja, dann kann ein Lehrer, ein guter Lehrer, dir Wege aufzeigen, wie du das ändern kannst. Ob man jetzt durch bestimmte Übungen einen stärkeren Willen aufbaut oder einfach durch bestimmte Übungen, ja, andere Blockaden löst. Jeder hat seine Probleme, jeder hat seine Probleme. Ja, wir sind alles nur Menschen. Und jeder hat seine Probleme, die er lösen kann. Und wenn wir uns besser kennenlernen, dann können wir unsere Probleme auch leichter erkennen. Und oft sind es diese Form und Farbe. Ich sage immer, man hängt sich zu sehr an Form und Farbe an. Aber wenn wir uns von dieser Form lösen und von diesem Klang lösen können, dann sind wir befreit von diesem Trugbild, von dieser Art von Bewusstsein. Das Denken an Klang und Form. Das ist ja der zweite Punkt hier, der dritte Punkt. Das zweite habe ich übersprungen. Das ist das Denken an Zukünftiges. Wenn wir zum Beispiel meditieren,
Wir sprechen ja heute über die Meditationspraxis und wir üben und üben. Und wir denken die ganze Zeit an das, was wir nachher machen oder morgen machen oder irgendwann im Urlaub fahren wollen und was wir nicht alles noch machen wollen. Das sind mal die einfachsten Gedankengänge. Und zwar gibt es jetzt noch etwas kompliziertere Gedankengänge. Und zwar wäre es so, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Problem haben und wir es lösen wollen und wir stellen uns vor, wir malen uns aus, wie die Situation vonstatten gehen könnte. Das heißt, okay, Maria, du hast vielleicht morgen einen Termin und du malst dir jetzt schon aus, wie du dich da verhalten wirst, obwohl du noch gar nicht weißt, wie die Person überhaupt reagieren wird. Vielleicht reagiert sie auch ganz anders auf dein Auftreten. Also haben wir oft so dieses Problem, wir denken uns Sachen aus, malen uns diese Bilder aus und am Ende ist es gar nicht so. Ja, oder die Dinge treten ganz anders ein, als wir sie uns ausgemalt haben. Und ist es dann nicht verschwendete Zeit? Ist es dann nicht verschwendete Energie, diese ganzen Sachen sich auszudenken und auszumalen und am Ende ist es gar nicht so? Es wäre doch viel einfacher, diese Energie zu sparen und dann in einer spontanen Reaktion genau richtig zu reagieren, weil wir einen klaren Geist haben. Erst denken, dann reden. Erst zuhören, die Dinge aufnehmen und dann die Antwort erwidern. Okay, was haben wir noch? Okay, das passt ja auch sehr gut. Dann nochmal das Vergangene. Das Denken an das Vergangene. Ja, was haben wir nicht alles schon falsch gemacht im Leben? Ja, aber ich bereue das und dieses. Aber die Dinge, die vorbei sind, sind vorbei. Da kann man nichts mehr dran ändern. Da kann uns jetzt auch nichts mehr verändern. Wir sind so, weil die Vergangenheit uns so geprägt hat. Natürlich, weil wir einen Erfahrungswert aufgebaut haben. Und dieser Erfahrungswert, diese Erfahrung ist ja auch bei uns gespeichert. So wie wir jetzt aussehen, sahen unsere Vorfahren aus. Das ist ja Erfahrung, die bei uns gespeichert sind in der DNA. Das ist nicht das, was mit dem Denken an Vergangenes gemeint ist, sondern das, was uns widerfahren ist. Zum Beispiel sind wir gestern im Zoo gewesen, ja, haben was Schönes erlebt, es war alles ganz schön, habe ich aufgenommen, habe ich die Energie für mich gespeichert und gut ist. Warum soll ich dann immer noch mein Leben lang immer wieder diese schönen oder auch natürlich schlechte Situationen immer wieder durchleben? Jeder kann davon ein Buch erzählen, Buch schreiben. Von Situationen, die wir immer wieder Revue passieren. Und das sind Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Warum soll ich mich daran heften? Dinge sind vergangen, sie sind passiert, wie sie passiert sind. Ich habe überlebt oder nicht. Wenn nicht, dann ist es auch gut, weil dann muss ich mich mit diesem Problem nicht weiter beschäftigen. Aber wenn ich diese Situation überlebt habe und dann später immer wieder daran denke und vielleicht durch diese Situation andere Zustände hervorrufen, wie Angstzustände, ja, wenn man zum Beispiel eine Situation erlebt hat, die einem Angst macht oder wo man panisch wird und die man immer wieder durchlebt, ja, das sind Traumata. Und dafür gibt es ganze Krankenhäuser, Krankenhauszweige, die nur dafür sind, um diese Traumata zu bewältigen. Aber was ist, wenn wir uns einfach eingestehen können, das Vergangenes vergangen ist. Wir können nichts mehr daran ändern. Ja? Und wir können es einfach lassen, weil Energie verschwindet, Zeit verschwindet. Ja? Und das Letzte, das hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, das Denken an das eigene Wissen. Wenn wir zum Beispiel daran denken, wie viel wir schon wissen, wie viel wir schon über den Weg wissen, umso weniger wissen wir. Wenn wir uns einbilden, dass wir irgendetwas wissen, dann wissen wir nichts. Wenn wir meinen, dass es Prinzipien gibt und Traditionen und dass das der Weg ist, dass das das Dao ist, dass das die daoistische Praxis ist, dann ist das genau so, als wenn wir blind über die Straße gehen und nicht damit rechnen, dass es ein Auto vorbei ist. Ja, wir müssen damit rechnen, dass ein Auto vorbeikommt. Ja, weil es ja auch eine befahrene Straße ist. Ja. Die Traditionen sind so. Ein Lehrer, der es zu etwas gebracht hat,
hat eine Methode entwickelt und die seinen Schülern übertragen. Meistens sind es die Schüler der ersten Generation, die diese Schule begründen. Das heißt zum Beispiel in der Chunjin-Schule, Wang Chongyang war der vierte Patriarch. Es wird immer behauptet, er ist der erste Patriarch. Aber die ersten Patriarchen sind Han Dongji, Liu Haichan, Lü Dongbing und der vierte Wang Chongyang. Wang Chongyang hat in einer Chunjin, Chunjin heißt die wahre Wirklichkeit oder die komplette Wirklichkeit. Warum heißt die Schule so? Ja, er hat es ja nicht so genannt, weil er gerade Lust dazu hatte. Der Wang Chongyang hat sich eine Hütte gebaut und das hieß Chunjin An. Die Hütte der wahren Wirklichkeit. Weil wenn er in dieser Hütte saß, war es die Wirklichkeit. Er hat sich niedergesetzt, er hat die Wirklichkeit erlebt. Außerhalb war es einfach nur das Trugbild vom täglichen Leben. Es ist vielleicht hart und nicht leicht zu verstehen, aber deshalb nannte er diese Hütte die Hütte der wahren Wirklichkeit. Und wenn wir uns vorstellen, dass ich sehr viel weiß und mein ganzes Wissen aufbaue und vielleicht Schüler habe, die ja auch noch dafür bezahlen, zu meinem Unterricht zu kommen, ja, dann füttert das mein Ego. Und wenn mein Ego zu gierig ist, ja, dann will es immer mehr. Und dann wächst es auf einmal. Und wenn mein Ego wächst, ja, dann bin ich nicht mehr demütig, dann kann ich nicht mehr akzeptieren, dass andere Menschen mehr wissen als ich. Warum sollte ich dann nicht mit hoher Nase und auf hohem Ross durch die Straßen gehen, wenn ich nicht meine, dass ich sowieso besser bin als andere? Aber das ist ein großer Fehler auf dem Weg der Praxis, denn wir denken, dass dass das Wasser dem Dao am nächsten ist. Warum ist das so? Weil es nachgiebig ist. Wasser, wenn ich es jetzt hier ausgieße, fließt es immer an den tiefsten Punkt. Und wenn ich der tiefste Punkt hier ist, dann fließt es dahin und findet immer den tiefsten Punkt. Wir bestehen auch aus Wasser. Und die Charaktereigenschaft vom Wasser ist ganz einfach. Nachgiebig. Es nimmt alles auf. Ja? Es streitet nicht. Ja? Wenn ich jetzt einen Stein da reinwerfe, der bleibt ja nicht oben liegen. Ne? Also nimmt es es auf. Es gibt nach. Und wenn ich als Mensch auch so nachgeben kann, dann kann ich Probleme viel einfacher bewältigen, weil ich die Dinge weich entgegenkomme. Ja? Ja, wenn einer hart wird, ja, verspannt, ja, dann stagniert die Energie. Wenn der Körper weich ist, ja, dann fließt die Energie. Ein Muskel, den ich täglich trainiere, der so aufgeblasen ist und hart ist wie Stahl, der ist nicht gesund. Ein Muskel ist nur gesund, wenn er weich ist wie Butter. Und wenn er dann benutzt wird, muss er sein wie Stahlseil. Ja? Entspanntheit, das ist die Natürlichkeit. Okay, diese fünf Bewusstsein. Heute machen wir nur die fünf Bewusstseinsarten. Ja? Die nächste Stufe ist, wenn man diese Bewusstseinsarten erstmal erkannt hat und dann anfängt, diese zu eliminieren, zu harmonisieren. Da kann man die fünf Hindernisse überwältigen. Und die fünf Hindernisse machen wir dann beim nächsten Dao-Treffen. Darüber sprechen wir dann beim nächsten Dao-Talk. Aber wie die Praxis aussieht, wenn man diese Sachen übt, ist einfach. Man muss sich jeden Abend, bevor man einschläft, bewusst sein, was ich heute hätte anders machen können. Ja? Habe ich heute so viel Zeit damit verbracht, an Vergangenes zu denken. Habe ich in meiner Praxis so viel Zeit damit verbracht, daran zu denken, was ich gleich noch machen muss? Oder habe ich versucht, jedes Mal, wenn es passiert ist, habe ich versucht, das abzustellen? Ja? Je mehr wir uns dessen bewusst sind, dass wir jedes Mal uns ertappen und erkennen, ah, während meiner Praxis habe ich jetzt gerade daran gedacht, was ich gleich noch machen wollte. Und in dem Augenblick, wo wir es erkennen, ablegen. Das ist Praxis. Praxis ist jeden Tag etwas mehr. Jeden Tag etwas mehr verstehen. Praxis ist nicht heute üben, morgen nicht üben, weil dann ist ja übermorgen ein Rückschritt da.
In der Praxis geht man stetig nach vorne, man macht keine Rückschritte. Ja? Selbst wenn wir nicht heute jeden Tag meditieren, heißt das nicht, dass wir nicht praktizieren. Wenn unser Geist, unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung immer dem Weg folgen, das ist Praxis. Und das Gegenstück dafür, das wichtige Gegenstück, habe ich eben schon erwähnt, ist Beobachten. Beobachten und praktizieren sind die grundlegenden Bausteine unserer Praxis. Wenn wir uns beobachten, wenn wir die Natur beobachten und uns beobachten und uns nach der Natur richten können, dann ist das Praktizieren. Ja? Ren fa di, di fa tian, tian fa dao, dao fa ziren. Der Mensch folgt der Erde. Ja? Ich folge der Erde, ich bewege mich darauf, der Tageszyklus und so weiter. Ja? Die Fatien, ja? Die Erde richtet sich nach dem Himmel, im Universum bewegt sich der Erdball ja auch in unserem Kosmos. Ja? Tien Fa Dao, das Dao richtet sich, der Himmel richtet sich nach dem Dao. Und das Dao richtet sich nach der Natur. Das ist eine Aussage aus dem Dao Te Ching, womit ich jetzt mit dem Vortrag beenden will. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit den fünf Hindernissen. Okay, aber ich würde trotzdem gleich noch ein bisschen meditieren, falls du noch sitzen kannst. Ja, wir können auch ein bisschen unsere Beine ausschütteln. Ja. Ein bisschen die Beine ausschütteln. Kannst du noch sitzen? Bisschen noch, ne? Ja. Okay, ich zeige euch jetzt mal eine Übung. Und zwar, wenn ihr so sitzt, ne, geht mal hier, Marken 36, wisst ihr, wo das ist? Wenn man hier unter der Kniescheibe auf der rechten Seite so leicht drei Finger, darunter ist ein Knochen. Und wenn man von hier aus nochmal vier Finger zur Seite geht, da ist ein Punkt, und wenn man den massiert, dann werden die Beine, ja, die werden dann wieder wach, ne, wenn die Beine eingeschlafen sind. Aber ja, immerhin. Ne, hier, merkst du, wenn du hier drückst, merkst du das? Ja, lass mal hier. Ja, hier ist der Knochen. Ja, hier, merkst du da? Und hier. Vier Finger an der Seite. Ja. Was? Knochen, das ist doch der große, oder? Nee, pass auf, das ist dumm. Ne? Hier, ist ein Lachen, das ist ein bisschen dumm. Ja, oder? ist ein Vorrang. Ne? Also, Da war es schlimmer. dieser Punkt, ja, da war es schlimmer. Ne? Ja. Ja. Aber meistens ist es auf einer Seite schlimmer. Ja? Magen 36 ist ein ursprünglicher Punkt. Und deswegen ist er sehr gut zu erreichen. Wenn man da drauf drückt, ne? Nach der Praxis, wenn die Beine eingeschlafen sind, ne? Nach dem Meditieren. Okay. Wir machen jetzt noch eine kleine Meditationsübung. Ja? Und zwar, wenn du noch sitzen kannst, du kannst auch auf so einem Stuhl sitzen. Okay. Du kannst wieder entweder Lotus-Sitz, halbe Lotus-Sitz, wie ihr wollt. Ich sitze mich meistens in einem Lotus-Sitz, ne, weil das eigentlich schön ist. Halbe Lotus-Sitz oder Lotus-Sitz. Okay. Okay. Das ist eine einfache Basis. Meditationsübung. Ich erkläre das kurz und dann üben wir das mal. Zwar geht es darum, dass wir unseren Geist beruhigen wollen. Wir wollen unseren Affen einsperren. Deswegen heißt die Übung so hin. Unser Geist ist wie ein kleines Äffchen, das überall ist für einen Augenblick und dann wieder vergessen habe und wieder zum nächsten. Das ist unser Affe, der in unserem Geist hin und her wandert. Er bleibt nie an einem Ding haften, sondern springt gleich zum nächsten. Deswegen sagt man den Affen einsperren. Warum im Herzen? Den Affen im Herzen einsperren, warum? Weil solchen den Affen im Herzen einsperren, weil der Geist, das Herz ist der Sitz des Geistes. Wir sagen ja nicht, mein Geist ist hier. Ist wahrscheinlich mein Gehirn oder Bewusstsein. Ja. Meistens, wenn wir über uns reden, ja, sagen wir immer auch unser Herz. In der chinesischen oder taoistischen Medizin sagt man auch, dass der Geist im Herzen sitzt. Man sagt ja auch oft zwei Seelen in der Brust. Ja. In der chinesischen, taoistischen Medizin beziehungsweise in der taoistischen Religion gibt es die irdische Seele und die himmlische Seele. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder ein Dao-Talk-Thema für nächstes Mal. So, Chinga.
solche Yanis. Wenn wir meditieren, versuchen wir, unseren Geist zu beruhigen. Das ist eine Übung, das ist ein Prozess, das ist eine Praxis, die immer wieder wiederholt wird, auch über viele Monate oder Wochen oder Monate, damit die zu Erfolg kommen. Und zwar, das ist eigentlich die erste Übung, die wir auch in unserer Umgangsschule üben. Solche Yin-Yang. Klingt kompliziert, ist eigentlich ganz einfach. Wir beobachten unseren Atem und wir zählen unseren Atem. Wir zählen unseren Atem und weil wir unseren Atem beobachten und uns auf unseren Atem fokussieren, ist unser Bewusstsein, ist unsere Aufmerksamkeit, unser Augenmerk auf unsere Atmung gerichtet. Das heißt, unsere anderen Gedanken werden immer weniger und immer weniger. Am Anfang wird es so sein, dass wir zählen und vielleicht nach 2, 3 Mal haben wir schon wieder uns verzählt. Wir zählen unsere Atemzüge nicht 1, 2, sondern tiefe Atemzüge. Am Anfang üben wir erstmal, beruhigen uns, das machen wir ja gleich alles. Ich will euch erstmal den Weg zeigen, bevor wir ihn gehen. Ein guter Lehrer erklärt immer die Übung, damit jeder versteht, worum es geht, damit wir nicht während der Übung diskutieren müssen. Es geht darum, wenn wir einatmen, folgen wir den Atem so tief wie möglich. Unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit ist auf die Atemluft gerichtet. Und dann beim Ausatmen wieder zurück. Und dann ist 1. Das gleiche mit 2, 3. Wenn wir uns verzählen, fangen wir von 9 an. Am Anfang üben wir immer bis 50. Wenn man bis 50 zählt, sitzt man ca. 20 Minuten bis 30 Minuten. Wenn man bis 50 zählt und sich nicht verzählt hat und normal zählt. Ja, es gibt auch solche, die setzen sich hin, nach 2 Minuten kommen sie wieder, bin fertig. Wie? Außer Puste. Der erste Schritt ist immer, wenn man sich sitzt, wenn man übt, muss man einen ruhigen Raum haben. Wenn das Umfeld hektisch ist, dann kann man nicht sich beruhigen. Deswegen ziehen sich viele Unsterbliche auch in die Berge zurück, weil nur weniger Menschen leben. Und deswegen ist es so ruhiger. Also Ruhe, so ein bisschen Natur, Vögel zu stressen. Aber wir müssen uns auch innerlich beruhigen. Das heißt, wir beruhigen uns, wir sitzen. Ihr könnt auch gleich mitmachen. Also wir können uns entweder so hinsetzen, ja, oder wenn ihr möchtet, könnt ihr auch diese Guanyin Jue. Lass uns mal Guanyin Jue machen. Das sind rechte und linke Mittelfinger und Daumen berühren sich und die legen wir dann so einfach auf unsere Oberschenkel. Ja? Nicht so, sondern das soll rund sein, entspannt. Ja, entspannt, genau. Und die anderen Finger gerade, also nicht so. Ja, gerade. Okay, ihr könnt gerne die Augen einen Augenblick schließen. Der Mund ist geschlossen. Die Zunge liegt am oberen Gaumen an. Wir atmen nur durch die Nase ein und aus. Entspannen unsere Schultern und sitzen gerade und aufrecht. Speichel in unserem Mund ansammelt, können wir ihn runterschlucken. Verfolgen dann in dem Augenblick den Speichel, wie er bis in unseren Unterbauch fällt. Beruhigen unseren Atem. Gleichmäßig ein und aus.
dann langsam beruhigt ist. Atmen wir tief ein, schauen, wo wir noch nicht entspannt sind. Wir fangen von oben an und schauen, ob unser Nacken- und Schulterbereich entspannt ist. Und dann mit der Ausatmung entspannen wir die Bereiche bewusst. Und so kann jeder seinen eigenen Körper schauen. Mit der Einatmung, wo sind wir noch entspannt? Und nicht entspannt. Wo sind wir noch angespannt? Und damit der Ausatmung diese Anspannung zu lösen. Und wird immer tiefer und gleichmäßiger. Atmen, beruhigt es. Könnt ihr beginnen, die Atemzüge zu zählen. Jeder Atemzug ist eine Nummer. Falls wir uns verzählen, beginnen wir von 0. Wir versuchen zunächst bis 50 zu zählen. Durch das Atmen bewusst. Folgt den Atem mit eurem Geist. Fokussiert eure Aufmerksamkeit auf die Atmung. Das alles andere beiseite.
meditiert gar nicht, ne? Nach dem Meditieren, man meditiert. Ja? Dann sammeln sich Energien im Körper. Dann kann man sich hinein einflächen. Dann die Augen. Das Gesicht waschen. Die Haare mit den Fingern durchkämmen. Ohren massieren. Hals. Ja. Schobung. Also ja, Schobung. Die Übung nennt man das Einholen. Die Einholenübung. Schobung. Eine Abschlussübung. Das ist nochmal die Nierenmassage. Eine kurze Meditation. Ja. Hat jemand bis 50 gezählt? 46. Ja, gezählt. Bis wie viel hast du gezählt? 43. Bis 43, ich dachte 3. Ich habe bis 3 geschafft heute. Bis wie viel hast du geschafft? Du hast gar nicht gezählt? Okay. Ja. Wenn ihr übt, versucht mal zu Hause. Ihr müsst auch ehrlich sein. Man darf nicht nur so ungefähr glauben, dass es dann die nächste Zahl ist. Wenn man sich nicht 100% sicher ist, fängt man wieder noch einmal an. Das ist die Übung. Wozu soll ich so tun, als wenn ich jetzt bis 50 gezählt hätte? 50 ist 20 Minuten. Die Übung wird, bis der nächste Schritt ist bis 100 zählen. Das ist dann ca. 40, 50 Minuten. Wenn man 40, 50 Minuten lang den Fokus nur auf den Atem halten kann, ist es nicht dann schon ein fokussierter Geist? 40 Minuten. Ne? Auf einen Punkt halten, nur den Atem verfolgen. Dann klärt sich der Geist von allein. Regelmäßige Übung wird zu einem Habit. Ne? Dass man das jeden Tag übt. Und wenn man 100 geschafft hat, dann kommt erst die nächste Stufe. Das ist 1010. Und dann sitzt man mal 3 Stunden. Oder 4. Das ist dann die nächste Stufe der Meditationsprozess. Aber dazwischen gibt es noch andere Übungen. Ja, Sochen Yön ist einfach, aber es ist auch eine der wichtigsten Übungen, weil es die Basis ist. Wenn wir unseren Geist bereinigen wollen, ist das einfachste einfach auf den Atem zu achten. Und weil das machen wir ja sowieso die ganze Zeit. 5 Minuten ohne Atem, gute Nacht. Wir atmen die ganze Zeit und wenn wir auch während unseres Tagesablaufs mal für ein paar Minuten unseren Atem beobachten können, nur den Geist auf den Atem fangen können. Das ist wie Meditation. Ja? Kurzmeditation im Fahrstuhl. Mal nur auf den Atem achten. Ja? Oder im Auto. Ja? Aber nicht im Straßenverkehr außer Acht lassen. Das mache ich nämlich nicht. Ich fahre Auto und meditiere dabei. Dabei habe ich aber außen und innen in Acht. Im Auge, wenn ich jetzt mal nicht mache. Deswegen haben wir 2 Augen. Eins schaut nach innen und eins schaut nach außen. Ne? Was letztes Mal beim Dao Talk eigentlich da? Da hatten wir hier, das habe ich vorhin weggemacht, da hatten wir das Zeichen für Dao aufgeschlüsselt. Und das Zeichen für Dao hat 2 Punkte. Eins wird nach innen geschrieben, einer wird nach außen geschrieben. Die Bedeutung davon ist, unsere 2 Augen während der daoistischen Praxis schaut 1 nach innen und schaut 1 nach außen. Warum ist das so? Weil wir außerhalb nicht außer Acht lassen sollen, wenn wir uns auf innen konzentrieren. Versteht ihr? Und innen nicht außer Acht lassen, wenn wir uns auf außen konzentrieren. In jedem Yang ist ein bisschen Yin. In jedem Yin ist ein bisschen Yang.